Hallo und herzlich willkommen hier zu Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, also die Tochter des Teufels. Es geht weiter hier. Jo, das letzte Mal haben wir uns ja in den Lord Marsh sein Haus geschlichen und haben dann noch Informationen nochmal gesucht wegen dieser Sonderaktion. Ne? Ja, und da hat der Herr Dr. Watson auch den Herrn Marsh nochmal untersucht, den Lord Marsh, und hat da ja jetzt ein Taschentuch mitgehen lassen, wo Blut drauf ist, ne? Ja, und er hat wahrscheinlich nicht nur einfach eine Krippe hier. Ja, jetzt wollen wir erfahren, was der gute Doktor weiß. Untersuchen. Watson, was machen Sie an meinem Tisch? Ich muss nur etwas von Lord Marsh überprüfen. Okay. Meine Intuition sagt mir, dass Lord Marsh etwas über seine Krankheit verschweigt. Sein Husten sowie sein Fieber und die starken Schmerzmittel bringen mich zu dem Schluss, dass er ernsthaft krank ist. Hm. So, wie machen wir das jetzt? Sehen wir uns das einmal an. Ah, Lupe. Was kann ich jetzt sehen? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also ich... Ach, Fokus einstellen. Auswurf mit kleinen Blutstropfen. Ja. Ich könnte eine Probe davon unter dem Mikroskop untersuchen. Es ist doch jetzt aber schon angetrocknet, oder? Ich muss mit dem Glasstäbchen eine Probe davon nehmen. Mit dem Glasstäbchen, meint er die Pipette? Wo ist hier ein Glasstäbchen? Hä? Ach, das Ding, ja. Habe ich fast nicht gesehen. Okay, das funktioniert. Der Objektträger natürlich. Ja, das ist aber viel, was er darunter gekrubbelt hat jetzt, ja. Fügen wir der Probe mit Chemikalien Farbe hinzu. Ja, was denn für welche? Methylblau, Alkohol, achso. Carolfuxin. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen das, oder? Dafür brauche ich eine Pipette. Ach so, ja. Okay, Moment. So, und? So, was passiert? Nix. Dann nehmen wir mal Alkoholsäure. Passiert auch nichts. Und das Blaue. Sehen wir uns nun die gefärbte Probe unter dem Mikroskop an. Ach, wir haben alle Farben gebraucht. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Ich bin ja kein Chemiker oder sonst wie was oder Biologe. Aber vielleicht erkennen wir ja was, ne? So, ja, das ist ein ganz einfaches Mikroskop, wo dann mit einem Spiegel da beleuchtet wird unten drunter hier. So, ungewöhnliche Elemente. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder scharf stellen, ne? Oder? Nee, ach so, nee, das ist schon. So scharf ist es aber nicht. So, was soll ich jetzt? Aha. Mykobakterien. Lord Marsh ist ganz offensichtlich ernsthaft krank. Hm. Okay. Holmes, die Angelegenheit ist sehr ernst. Wie ich bereits befürchtet habe, Lord Marsh leidet an Tuberkulose. Sagen Sie bloß. Ja, das sage ich. Und Holmes, er wird sterben, wenn er nicht so schnell wie möglich in ein Sanatorium geht. Und dennoch setzen Lord Marsh und Dr. Fisher alles daran, diesen Umstand geheim zu halten. Interessant. Aber warum? Ja, warum, Watson? Aber, mein Gott, glauben Sie etwa, dass er sich die Krankheit bei der Hilfe für die Armen zugezogen hat? Wie schrecklich. Ich muss nun etwas erledigen, was ich nicht aufschieben kann. Seien Sie bitte sehr vorsichtig, während ich weg bin. Diese Krankheit ist extrem ansteckend und bedenken Sie, es sind Frauen im Haus. Hm, okay. Ja, aber der hat doch das Tuch angelangt eigentlich. Vielen Dank, Miss Alice. Bis später. Wir sehen uns später, Caitlin. Wo warst du? Sie hat mir ein Buch gegeben.
Sie ist so nett. Dracula. Ich glaube, sie mag dich. Wohl eher nicht. Wie steht es um deinen Fall? Es geht so. Dracula? Ja. Wusstest du, dass das Buch bei uns im Internat verboten ist? Sieh an. Okay. So, ja, müssen wir jetzt mit der weiterreden anscheinend. Oh, das ist so romantisch. Nee, okay. Ja, dass die jetzt hier rumsteht, ist kein Egal brauchen, oder? Na gut, der Holmes. Hier wieder mit seinem Fernglas, ja. Können wir hier noch was am Tisch machen? Nee, ne? Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Ja. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Moment, ich guck mal ins Büchlein. So, eigentlich müssen wir ja da den Treffpunkt an dieser Grunsteneiche untersuchen. Aber wie soll man da so schnell hinkommen? So, da haben wir das gefunden mit der Tuberkulose. Wird sterben, wenn er nicht so schnell wie möglich in den Sanatorium geht. Doch warum verschweigen die das? Okay. Ja, wer weiß. Ich habe keinen Plan. Wir werden es rausfinden. Was ist das? Ach, im Archiv muss ich den Kartenteil suchen. Okay, alles klar. Archiv. Wo könnte das drinstehen? Guck mal hier. Im Forschungsteil. Nö, überhaupt nicht. Nee. Zeitung wird mir auch nichts bringen. Enzyklopädien. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich dann nachgucken soll. Oder bei Zeitung? Ja, da kennen wir einige Sachen sogar, die wir mal gebraucht haben, ne? Aber ich habe keinen Plan, warte mal. Ah, neues Ausbildungsprogramm. Die Blutbuchen, warte mal, hä? Buchen? Nee. Aber der Eiche. Nicht das, was ich benötige. Ja. Ja, wo soll ich denn hier gucken? Ich brauche nur eine Karte oder irgendwas. Deine Symbole. Was war Botanik vielleicht? Wegen dieser Grunsteneiche vielleicht? Dass wir rausfinden müssen, wo es so Eiche gibt vielleicht? Nö. Ah doch, hier. 100 legendäre Eichen Englands. Ah. So müssen wir also rumgehen. Die Grunsteneiche ist ein seltsamer und geheimnisvoller Baum, der in Epping Forest steht. Der Ursprung des Namens ist nicht überliefert, auch wenn sich zahlreiche Legenden und Sagen um den Baum ranken. Unter anderem wird behauptet, dass etliche Jahre lang Hexen ihre Zeremonien in der Nähe dieses Baumes abhielten. Diese Rituale würden letztlich dafür sorgen, dass jeder, der den Stamm der Grunsteneiche berührt, auf alle Zeiten verflucht sei. Das ist aber schon stark mythologisch dann. Dann müssen wir irgendwo nachgucken wegen Flüchen, oder? Da, gefunden. Die Grunsteneiche steht in Epping Forest. Das ist der Ort, der auf Hursts Karte zu sehen ist. Alles klar. Ja, müssen wir jetzt wahrscheinlich hin, oder? Schätzungsweise. Nee. Ja, kann ich jetzt mit dir nochmal reden? Das ist so romantisch. Ja, vielleicht. Gut, hab keine Ahnung. Aber wo ist jetzt der Dr. Watson eigentlich? Ja, nachdem er jetzt das sein Zimmer gerade hergegeben hat, ne? Ja, ich
schätze wirklich, wir müssen auf der Karte wieder irgendwo hin. Na, zum Marschhaus kann ja nicht sein, aber ich habe ja keine weiteren Dingens hier. Oder warte mal. Ne, wenn ich rausgehe, eine Kutsche, das bringt mir auch nicht weiter. Warte mal. Ah, wir müssen extra erst auf der Karte nach dem Forest suchen. Nach dem Versuchen wir den Ort mit Hilfe dieser Karte zu finden. Epping Forest, da müssen wir mal gucken. Ziehen, ah ja. Wo könnte, also rauscrollen kann ich nicht. Erdbeerenberg, okay. So, wo könnte denn das sein? Da ist dann so ein Kreis, da gehen wir in der Richtung ab. Ah ja, ich hab's. Hier, Crumstons Oak. Da ist er. Verdammt. Ich muss mich beeilen, wenn ich erfahren will, was im Wald vor sich geht. Na ja, klar. Also, hier haben wir schon einen Haufen Vorsprung. Vater, dieser Junge, Wiggins, kommt er öfter hier vorbei? Er hilft mir manchmal bei meinen Ermittlungen. Warum fragst du? Ich will mit ihm plaudern. Plaudern? Vater, im Internat gibt es nur Mädchen. Und die sind alle so unglaublich langweilig. Wiggins hat bestimmt viele spannende Geschichten über sein Leben hier in London auf Lager. Es wäre so romantisch. Schockiert, scherzend, vernünftig, ratlos. Naja, sind wir mal vernünftig, oder? Sind wir mal scherzend. Oh, Kate, ich kenne dich doch. Du wirst ihn verschrecken. Er wird dann nie wieder hierher kommen. Glaubst du das wirklich? Das gefällt mir. Oh, Kate. Ich lass dich jetzt alleine. Ich weiß nicht, ob diese Auswählmöglichkeiten hier was wichtig, also irgendwie was bewirken, wenn ich da jetzt irgendwie verschiedene Auswahl treffen hier, ne? So, jetzt wissen wir mal hier. Geht immer noch nicht, hä? Eine Karte von London und. Ja, aber wie kann ich denn jetzt da hinfahren, oder? Kate würde nicht wollen. Nehme ich weg. Also das Buch hat sie mitgenommen. Hm. Ist das immer noch nicht neu? Aber ich kann doch auf der Karte jetzt hier nichts auswählen. Also ich kann doch hier nicht rum. Warte mal, ich mache erstmal B. Weil wir haben ja hier neue Hinweise. So. Karte. Karte und Einladung ist auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt? Hat sich da was verändert? Nee. Was ist denn das? Treffen. George Hurst weiß über das Treffen von Lord Marsh und seinen Freunden in Epping Forest Bescheid. Echt? Wusste er das? Alles klar. Wenn es so ist. Leidenschaftliche Jäger und der Quarterman Club passen zusammen. So. Jäger Lord Marsh und seine Freunde sind leidenschaftliche und erfahrene Jäger. Okay. Ja, und da muss ich jetzt hier Sachen zusammentun. Aber wir haben ja noch nicht alle Dinger hier, um tatsächlich die Rückschlüsse zu machen. Ja. Ja, mir fehlen da noch irgendwie Sachen. Warum hat der Zeitungsschnitt nicht gehabt? War er nur interessiert oder hat er Informationen gesucht? Das ist die große Preisfrage. Wir haben halt hier noch ein Ausrufezeichen dran, ne? Ja, das wissen wir nicht, der besondere Job. Was war der besondere Job? Hatte das was mit dem zu tun? Ja, da weiß ich halt auch nicht, was ich wählen soll. Okay. Ja, mal schauen, ob wir jetzt was machen können. Nee. Ja, ich gehe mal raus, ganz einfach wieder.
Ja, warum kommt jetzt die ganze Zeit B? Muss ich jetzt erst mit B irgendwas mutmaßen? Ich weiß es halt nicht. Ach nee, Liggins hier, ne? Oder? Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Nix. Du bist Liggins. Der Strand. Oder nee, das ist nicht Liggins, oder? Zahl der Obdachlosen in London nimmt ab. Auf den Straßen von London gibt es immer weniger Obdachlose, das ist doch gut. Unser Geschäftsreporter haben für diese Entwicklung keine andere Erklärung als das starke volkswirtschaftliche Wachstum im Königreich und natürlich den Wunsch unserer Mitbürger zu arbeiten und etwas zum Aufbau des erfolgreichen florierenden Landes beizutragen. Ganz ohne Zweifel können wir uns darauf freuen, dass sich die Lebensqualität in London weiter erheblich verbessern wird. Okay, ist doch schon gut. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Keine Ahnung. Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Oh, gibt's noch mehr? Kühe wegen nicht stinken. Ja, die Kühe stinken manchmal. Kühe wegen sinkender Milchpreise arbeitslos. Wir alle wissen, was das bedeutet. Und es ist schade für die Kühe, aber natürlich ist das Ganze ein Kreislauf. Es ist definitiv davon auszugehen, dass der Milchpreis wieder ansteigen wird, sobald der Preis für Fleisch zu sinken beginnt. Deswegen sollten wir alle bis dahin unsere saftigen Steaks genießen. Noch mehr? High Society Drama, The Times. Bericht zufolge starteten Lord und Lady Jones Gage aus London am vergangenen Sonntag dem Juweliergeschäft Ellie's Jewelry in der Essex Street einen Besuch ab. Essex Street meine ich natürlich. Nachdem sie sich relativ lange im Geschäft umgesehen hatten, ging Lord Jones Gage zum Rauchen nach draußen. Dabei blieb es aber nicht. Er stieg danach in eine Droschke und fuhr 60 Meilen, bevor ihm einfiel, dass er seine Frau im Juweliergeschäft zurückgelassen hatte. Was Lady Jones Gage zu dieser Angelegenheit sagte und was sich danach im Hause Jones Gage ereignete, geschah leider hinter verschlossenen Türen des Familienanwesens. Das ist ja interessant hier. So, noch irgendwie? Nö. Hey! Ich hab abgehoben. Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Ja, leider nicht. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen dem Jungen hier sagen, das soll immer herkommen erstmal oder so. Ich guck mal, natürlich sehe ich wahrscheinlich. Da ist die Kutsche wieder. Na, probieren wir, ob. Warte mal, hier ist nochmal so ein Zeitungsjunge. Ja, das bringt nichts. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ah, warte mal, was ist denn das hier? Ruhe. Watson war so nett und hat mir schon einen todlangweiligen Vortrag darüber gehalten. Ach so, wie die Krankheit, Ruhe. Okay. Was hat das jetzt hier zu tun? Was haben wir da? Hä? Was ist das? Watsons Lieblingsteegebäck. Aha. Na gut, da kommen wir nicht rein. Das klingt jetzt ja alles noch weiter, sondern hier schön ist. Das schaut aus wie irgendwie eine Blumenausstellung. Und dann wieder eine Kutsche. Ja, hier kann man aber ganz schön rumlaufen. Aha, Boxkampf. Boxtraining. Ach, kann ich da üben? Blöde Quicktime-Events hier.
So geht es. So, da weicht er dann aus. So, ich zentriere mal eine. D. Hätte wieder eine. Nee. Ja. Wir müssen bestimmt. Bestimmt ja irgendwann mal wieder boxen. Ah, ja, ich habe gewonnen. Perfekt. Gelandete Treffer 4. Eingesteckte Treffer 0. Zeit 29 Sekunden. Neuer Rekord. Yes. Nee, ich will das nicht nochmal versuchen. Was? Ja, aber was soll das? Muss ich jetzt doch nochmal machen hier. Ja. Zentriert eben eine. Ah, jawohl. Ah. Und Glaspin. Ja, noch nicht ganz US. So, sind die Lichter ausgegangen. Jawohl. Ja, war sogar eine Sekunde schneller. Nee, ich glaube, ich muss Escape beenden und da, das sagt hier nicht gespeichert, aber ich muss das, glaube ich, drücken so. Okay, also wir können hier ein Boxtraining machen. So, da geht's halt hin. Das ist ein Alpha-Wand sozusagen. Und da haben wir die Möglichkeit, in die Kutsche einzusteigen. Ja, hier ist ja wohl nichts, oder? Nö. Kann ich da hinsetzen? Landzeitungsjunge. Das ist schon enorm. Also in den letzten Spielen konnte man da gar nicht so sehr weit rumlaufen. Das ist schon interessant. Gibt der hier irgendwas? Ja, aber. Sind wir jetzt hier gelandet? Ja. Muss man ja schießen, weil hier eine Pistole rumfliegt. Doch, tatsächlich, Zielübung. Ja, das geht auch auf Zeit, okay. Daneben. Ja, okay, 11,14 Sekunden, ja. 6 Flaschen pro Sekunde. Aha. Ach komm, das können wir noch einmal. Die schaffe ich alle. So, jetzt hat er. Jawohl, 10 Sekunden oder? Nee, 9,1 Rekord, jawohl. So gut, ja, also wir können schießen. So, ja, danke die Herrschaften. Ja, was bringt das denn alles? Was kann ich denn noch? Arm drücken? Ah ja, tatsächlich. Ah komm, wir probieren es auch nochmal. Das war ja, glaube ich, immer ganz blöd hier. Mit Gesicht. Ah Gott, ja, das war ein Mist mit dem Arm drücken. Komm.
so, ja. Verdammt, ich habe falsch geguckt. Das will ich nochmal. Seit wegen und konzentrieren. Der hoppt in die andere Richtung. Nein! Ja, komm auf, ich hoch wieder. Ja, der hat mich gleich wieder unten. Ja, immer wenn ich den dann beiß. Oh ja, das war aber knapp, Mist. Wir müssen irgendwo Armdrücken machen. Ich kann das nicht, ey. Ja gut, wann soll ich warten? Das ist halt die Frage. Andere Richtung, wenn es geht. Na, 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 na. Ja, das ist ein saublödes Spiel. Ja, Stunden später. Oh Mann. Ich hab keine Ahnung, wie wenn er da so komisch guckt. Das wird in 100 kalten Wintern nichts, ey. Ich weiß, ich habe das mal geschafft tatsächlich. Aber wie ich das gemacht habe damals, keine Ahnung.
Ah. Es wird nichts. Nee, ich breche das ab, ja. Ja, wenn ich überspringen mache, dann den Weg nicht. Das ist ja auch mal ganz eigenartig. So, was haben wir hier? Ach, da kann ich. Ah ja, okay. Ja, aber das hilft uns doch alles nicht weiter hier. Ein tanzender Elefant. Das erinnert mich irgendwie an Minecraft. Okay. Ja, dann nützt mir eigentlich auch nichts, wenn ich an eine Kutsche gehe, oder? Nee. Warte, wir gehen nochmal zu Hearsts Wohnung. Ich will ja noch was abchecken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir wahrscheinlich doch hier am Verdacht in den Herleitungen was probieren. Aber ich möchte halt wirklich da sicher gehen, dass es auch stimmt nachher, ne? Und das noch eben falsch liegen. Na, wir waren ja sonst da immer ganz gut drin. So. Dann lass uns doch mal sehen. Ah, jetzt haben wir ein bisschen Kampftraining und so weiter gemacht, ne? So, können wir noch irgendwie was von dir erfahren? Hoffentlich finden Sie meinen Vater. Ah. Ah, das nützt uns nichts, ne? Nee, also hier ist nichts mehr zu greifen hier, ne? Ja, wie soll ich denn jetzt... Ich habe rausgefunden, ja, wo das ist, aber... Ja, ich soll mich beeilen, aber ich kann das doch gar nicht hier hin. Ich meine, wir können aber zum Marsch. Ich werde Lord Marsh nicht ohne Grund stören. Ja, der ist doch gar nicht da. Die Bar... Können wir in der Bar vielleicht noch was raus, aber wir müssen doch jetzt in den blöden Wald, oder? Also, aber warum kann ich das nicht? Irgendeine Kleinigkeit übersehe ich bestimmt. Gemeinsam sind wir stärker! Stärker als je zuvor! Ich kann mich ja auch nirgendwo anlehnen oder hinsetzen oder sonst wie was. Also hier geht's auch nicht weiter. Na gut, dann. Mit den Whitechapel selber. Wird es uns ja auch nichts bringen, darum zu laufen, oder? Weil da haben wir ja nicht viel hier, wo wir gucken können. Ja, da ist die Kutsche. Naja, klingelingeling. Bei dem Gebimmel können die nicht schlafen. Whitechapel ändert sich nie. Überall Bettler. Whitechapel High Street. Ich konnte letzte Woche die Miete nicht zahlen. Kürbisse, Kohl, billig. Die neue Straße. Hoppla. Ja, da bräuchte man eigentlich auch so eine kleine Übersichtskarte, ne? Dass man das ein bisschen sehen könnte, wie oder was. Okay, hier ist eine Sackgasse. Ist der hier Pandemino oder Kampfsport? Ach, bist du etwa hier verwandt mit dem anderen hier? In der Bar?
Hoppla, es ist ein Schuster, ja, ja, okay. Hier ist eine Wäscherei. Tobacco. Auch wieder ein Todesende. Ja, man kann hier so viel rumlaufen. Also irgendwann muss das ja nur noch von Relevanz sein, oder? Dass man das kann. Okay. Was haben wir hier? Millery ist, glaube ich, so eine Art Gemischtwarenhandel oder so. Old Church Tobacco. Das ist hier eine Sackgasse. Ja, zum Teil. Ja, wir ums Karrieren. Leute, also ich habe keine Ahnung, wie es jetzt gerade weitergehen soll. Tatsächlich nicht. Ja, schmeiß ihn über Bord und fertig aus. Ja, da kriegt man einen Ohrwurm von dem Lied. So, was haben wir hier? Schlüssel? Das ist ja echt, wenn man da rum... Das war eine Katze gerade, ne? Also der Ton halt. Old Montage, okay. Da ist der Mann das letzte Mal rein. Da hier kann man in den Hintergang. Immerhin ist das Wetter gut. Letzte Woche war es eiskalt. Ich bete, dass es nicht wieder kalt wird. Ja, ihr sagt auch immer das Gleiche, ne? Ja, nö, da ist Ende im Gelände. Jetzt bin ich doch überall rumgerannt, also nee, das kann nicht sein. Ach, gehen wir noch in die Baker Street, aber... Ja, irgendwie... habe ich keine Ahnung. Sag mir jetzt, Watson, wie geht's weiter? Watson, sag ich schon. Holmes war ich natürlich. Ja, Ladezeit des Grauens hier, ne? So. Ja, ich hab keinen Plan. Eine Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Ja, aber trotzdem, ich komme da nicht an den Ort. Oder muss ich jetzt hier irgendwie... Muss ich hier irgendwas machen? Kann ich nicht vorstellen. Dann wird das Spiel mir das auch sagen, dass ich mich verkleiden muss oder so. Also... Bei aller Liebe. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas zusammen deduktieren und dann geht's vielleicht weiter. Aber es ist nur eine Vermutung, weil, wie gesagt, ja, das sagt nur verschwindend untersuchen und lalala. Mehr auch nicht, ne? Und hier? Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Ich war schon ganz oben. Okay. Nö. Ja, ich habe keinen Plan. Ja, aber das sagt uns der Holmes, hat das nicht, der hat ja... ich habe wirklich keinen Plan hier. Wiederhol mich, ich weiß. Was ist das?
Nee. Ja, aber wie komme ich da jetzt, wie kann ich da hinfahren? Das ist die Frage. Tja, Leute, ich weiß es gerade echt nicht und ich denke, wir beenden mal die Folge für jetzt. Und das nächste Mal wird man dann mal einfach so ein bisschen in Detektionen rummachen. Und dann vielleicht findet man da was raus. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf. Mein. Okay, da muss jetzt anscheinend nicht ans Archiv. Ja gut, alles klar. Aber wie gesagt, wir werden das nächste Mal wahrscheinlich dann hier weiter deduktieren einfach mal. Dann nehmen wir mal was an und dann wird man schon sehen, ob was richtig ist oder nicht, ne? Ja, ich wäre halt gerne auf Nummer sicher gegangen, wenn ich es wirklich weiß und nicht irgendwie was raus ausprobieren und dann so aus Zufall praktisch das Ganze lösen, ne? Das ist nicht so mein Bestreben. Auf jeden Fall sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr geht's beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.